Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal der Galerie Geiger. In diesem Video geht es ausnahmsweise nicht um eine neue Ausstellung, nein, es geht um ein Jubiläum, um ein ganz besonderes Jubiläum, den 90. Geburtstag von Heinz Mack. Viele von Ihnen kennen Heinz Mack natürlich, er ist längst eine feste Größe der Kunstgeschichte. Als Mitbegründer der international aktiven Zero-Bewegung hat er bereits in den 50er und frühen 60er Jahren Kunstgeschichte wortwörtlich geschrieben. Er ist neue Wege gegangen. Er hat in seinem Sahara-Projekt, das er 1959 entwickelt hat, zum Beispiel die Wüste als Ort der Kunst zum ersten Mal mit einbezogen und dann auch in Projekten in den späteren 60er Jahren realisiert. Er hat das Lichtrelief erfunden und gilt als der Lichtkünstler und er hat wunderbare, farbprächtige Arbeiten geschaffen. Einige davon sehen Sie gerade hinter mir. Wir als Galerie Geiger sind sehr glücklich, dass wir diesen wirklich außergewöhnlichen Künstler und Menschen nun schon seit 2 Jahrzehnten begleiten dürfen. Wir konnten hier in Konstanz wunderbare Einzelausstellungen zeigen, 9 an der Zahl, die letzte davon 2019, damals der neuen Werkgruppe der Collagen gewidmet und somit eine echte Weltpremiere. Mit Heinz Mack verbinden mich als Galeristen, Menschen- und Kunsthistoriker natürlich aber auch viele andere spannende Erlebnisse und Begegnungen, intensive Gespräche über Kunst im Atelier, aber auch in anderen Zusammenhängen. Natürlich auch die großen Reisen, die Reisen zu den großen Zero-Ausstellungen, zu den großen Ausstellungen von Heinz Mack. 2006 in Berlin seine unvergessene Ausstellung über 13 Säle im Pergamonmuseum, die große Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle zu seinem 80. Geburtstag damals oder 2014 die großen Zero-Ausstellungen in Berlin, in Amsterdam und natürlich vor allem im Solomon Guggenheim Museum in New York. Ich glaube, jeder, der das damals erlebt hat, der dabei war, da bleiben unheimlich viele Eindrücke hängen und viele, viele spannende Kontakte und Gespräche sind im Laufe dieser Jahre daraus entstanden. In diesem Sinn möchte ich Heinz Mack von dieser Stelle aus, eine große Feier ist ja unter Corona-Bedingungen leider nicht möglich, aber ich möchte ihm von dieser Stelle aus ganz, ganz herzlich gratulieren, auch im Namen meiner Eltern. Wir freuen uns, dass Sie nach wie vor so aktiv sind, so vital sind, eine unglaubliche Schaffenskraft, eine unglaubliche Kreativität haben. Und Sie haben in meinem Interview und auch zu mir schon gesagt, Sie wollen 100 werden. Und ich denke, das ist was, was wir jetzt alle anstreben. Und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren uns wieder sozusagen hier sehen können und dass wir dann alle zusammen auf einen neuen runden Geburtstag anstoßen können. Jetzt aber erstmal alles Gute zum 90. Geburtstag. Bleiben Sie in diesen Zeiten gesund. Bleiben Sie so, wie Sie die Kunstwelt bereichert haben, so aktiv. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Geiger.